So, als erstes müssen dann nochmal die Propeller angebaut werden. Man muss genau schauen, dass das in der richtigen Drehrichtung passiert. Wie gesagt, hier sind so kleine Pfeile aufgemalt, wohin sich der Propeller drehen muss. Auch auf dem Propeller sieht man, dass ein bisschen schlecht sind. Hier oben die, ist hier oben die Drehrichtung. Also auch auf dem Propeller ist oben hier die Drehrichtung angegeben. Wie gesagt, man muss die eben dementsprechend dann montieren hier. Schrauben abschrauben, den Propeller aufstecken, der muss da hier einrasten. Epsa. Schraube wieder aufschrauben und dann hier mit dem Schlüssel der hier mitkommt, festziehen. Sollte einigermaßen handfest sein. Und hier auf der anderen Seite geht es genauso, nur dreht sich da die Schraube andersrum. Auch wieder schauen. Man sieht es hier leider nicht. Oder schlecht, dass hier die Drehrichtung stimmt. Auch wieder den Einrasten. Drehen, bis der hier einrastet, wenn er will. Natürlich, so ein bisschen, kniffelig, ja. Aber jetzt ist er drin. Wie gesagt, auch die Schraube wieder andersrum andrehen. Ziehen. Prinzipiell sollte man natürlich vorher, vor Flug, vor allem wenn man dann filmen will, die Propeller auswuchten. Aber dazu gibt es dann irgendwann später nochmal Infos. So. Und dann wäre der hier soweit erstmal flugbereit. Wie gesagt, man kann dann nochmal überprüfen, ob die Drehrichtung dementsprechend stimmt.